Hallo, jeder gute Golfer kommt in diese Position. Ist egal eigentlich mit welchem Schläger. Hier habe ich einen Drive in der Hand. Ballposition ist natürlich viel weiter vorne. Mein Wirbelsäulewinkel neigt nach hinten. Aber wir sehen, dass das Bein fast gestreckt ist. Das rechte Knie bewegt sich nach da. Bauch offen, Brust auch etwas offen, Schulter sind relativ gerade. Okay, die Hände sind leicht vor dem Schlägerkopf, ich habe noch nicht den Ball getroffen. Nur diese Position ist so hilfreich, weil das ermöglicht mir, das zu tun. Den Winkel hier zwischen Schaft und Arm zu lösen. Dadurch bekomme ich mehr Geschwindigkeit und dadurch, das wird oft unterschätzt, kann ich gerade schlagen, kann ich mein Blatt gerade bekommen. Ich muss aber hier offen sein. Nun, das ist toll, aber wie kommen wir in diese Position? Du siehst es selber, es gibt ganz spannende Rückschwünge, auch bei den Profis. Manche heben den Schläger und dann kommen in die richtige Position. Manche sind natürlich sehr neutral heutzutage. Viele moderne Spiele machen sehr, sehr genau. Aber dann gibt es auch manche, die etwas weit hinten sind, die finden die Ebene und kommen runter in diese richtige Position. So, die Frage ist jetzt, was ist für dich der beste Weg, in diese Position zu kommen? Nur wenn du deine Bälle gerade ausschlägst, du bist einigermaßen zufrieden mit deiner Länge, dann bist du hast einen Weg gefunden. Aber was ist, wenn du einen Slice-Tendenz hast oder einen Push-Tendenz? Wie würde ich sagen, über 60% von Golfern auf der Welt. Aber dann gibt es auch viele, die den Ball hooken. Und es ist wichtig zu wissen, dass das Gefühl beim Start des Abschwunges ist bei diesen zwei Gruppen oder sollte bei diesen zwei Gruppen unterschiedlich sein. Ich erkläre. Ich fange an mit Golfern, die nach rechts tendieren. Das Blatt ist höchstwahrscheinlich offen und entweder wird der Ball gepusht oder der macht eine Kurve nach rechts. Oder der startet nach links und macht eine Kurve nach rechts. So, da passiert Folgendes. Meistens ist der Rückschwung zu weit hinten. Dann gibt es eine Kompensation. Die Hände bewegen sich nach vorne, Schulter bewegt sich nach vorne, rechte Hüfte bewegt sich nach vorne. Und von der Position kann nur angeschnitten werden. Wenn du den Ball slicest, dann hast du bestimmt das schon von deinem Trainer gehört. Aber die Hooker, ja, das sind meistens bessere Golfer, aber das ist auch nicht viel besser, weil diese Spiele sind da. Der Schläger ist hinter der optimale Schwungebene. Die Hüfte werden eher geschoben und dann wird aufgestanden im Treffmoment. Ja, von hier ist es auch schwierig, in eine optimale Position zu kommen. So, ich fange mit den Slicern an. Folgendes bitte tun. Nachdem du deinen Rückschwung gemacht hast, und es hilft wirklich, wenn du einen relativ neutralen Rückschwung hier hast, mit den Händen ungefähr oberhalb der rechten Schulter, der Schaft, von Gefühl her sollte bis nach links zeigen, von da wird es wirklich kompliziert. Aber wenn du in einigermaßen gute Position hast, Wirbelsäulewinkel bleibt etwas rechts, möchte ich, dass du ausschließlich deine Arme senkst. Noch eine Sache zum Rückschwung. Es ist auch ganz gut, wenn du deine rechte Gesäßhälfte bis nach hinten drückst. Spür mal, da ist eine Wand da, dagegen. Dann hast du viel Platz. Okay, aber von da einfach alles stehen lassen vom Gefühl und senk nur deine Arme.
Das ist wichtig, weil wenn du an Hüfte denkst, dann kann das leicht passieren. Wenn ich meine Hüfte drehe, dann kommen meine Schulter mit und Hände mit nach vorne. Und dann habe ich wieder das gleiche Problem. Das Tolle beim Senken der Arme ist, dass du automatisch dann anfangen wirst, deine Hüfte leicht nach links zu bewegen, dein Gewicht leicht zu verlagern. Und das ist, was wir wollen. Aber bitte lass das von alleine passieren. Und nachdem du diese Position erreicht hast, übrigens schau mal, wie der Winkel hier bei mir bleibt. Das ist nicht senken. Das ist senken. Jetzt bitte dreh den Körper viel und release die Hände und Schläge. Okay, aber erst das, dann drehen und releasen. Und so hast du die besten Chancen, von innen an den Ball zu kommen. So, ich mache das vor. Mach das erstmal ganz langsam. Senken. Ich denke nur an Senken und dann an Drehen. Und der Ball war schön gerade. Und du darfst auch, du musst auch die Hände freilassen. So, ausholen, senken und drehen. Okay. Was ist aber, wenn du den Ball huckst? Da muss was anderes passieren. Dieses von innen nach außen zu denken für dich ist ein ganz schlechter Gedanke. Weil wenn du mehr daran denkst, dann wirst du mehr die Hüfte schieben und mehr von innen kommen, fette Schläge, und du wirst dann gezwungen, die Arme zu rotieren. So, du solltest bitte, nachdem du ausgeholt hast, daran denken, dass der Winkel bleibt zwischen Schaft und Arm. Ich stelle mir immer vor, hier einen kleinen, eine Box, irgendwas, und ich versuche diese Form beizubehalten beim Abschwingen. Aber du musst gleich mit der Drehung starten. Das muss dein Gefühl sein. Die rechte Hüfte nach vorne, linke Hüfte zurück, linkes Bein strecken, rechtes Knie nach da gehen lassen. Nicht zu sehr nach da, dann kommst du zum Ball zu sehr. Okay, so du musst mit der Drehung starten, weil du bist zu viel das. Und damit du auf der optimalen Ebene kommst, musst du mir nach da. So, wenn ich ein Hooker bin, und man braucht ja Mut, ne? Weil wenn ich nach links schlage und jemand mir sagt, du musst mehr nach links drehen, puh, da muss ich meinen Schülern richtig überreden, das zu tun. Aber das ist so, so wichtig, weil je mehr du dich drehst, desto mehr bekommst du deine Schläge und Hände vor dir, und es ist dann leichter, das Blatt im Treffmoment gerade zu halten. Okay, so. Ich werde jetzt gleich an Drehen denken, die Position halten und dann kann ich auch releasen. Und du wirst plötzlich sehen, dass dein Ballflug gerade ist. Der Ball wird nicht mehr nach links wollen und du wirst sogar in der Lage sein, wie Dustin Johnson und John Rahm. Er hat so fantastisch gemacht am letzten Loch, jetzt gerade von US Open. War so ein entscheidender Schlag. Er hat in Fade gespielt, obwohl er sehr innen ist, ja, und geschlossene Blatt. Aber schau, wie er mit einer Rotation, mit einer ganz entschlossenen Rotation, seinen Abschwung startet. Okay, so diese zwei Varianten verwenden, je nachdem, welchen Ballflug du hast. Und dann wirst du wirklich in diese Position kommen können. Wichtiges Thema. Und ich hoffe, dass du das ausprobierst. Und erzähl mir bitte unten in den Kommentaren, wie es bei dir so läuft. Tschüss.